Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Monika. Schön, dich wiederzusehen. Guten Morgen, Santo. Guten Morgen, Elke. Gabriele, Eda Muriel, willkommen. Schön, dass du hergefunden hast. Guten Morgen, Pia. Susanne und Susanne. Das hatten wir auch noch nicht. Guten Morgen, Gudrun. Ja, wir treffen immer nur uns selbst. Manchmal brauchst du denselben Namen, damit wir uns daran erinnern, dass der andere ja wirklich viel dichter ist, als wir eigentlich denken. Okay, wir kommen mit dieser Musik und wir finden uns in einer Idee von Weihnachten und einer Idee davon, dass es eine Zeit ist oder ein Augenblick, denn es gibt ja nur diesen einen Augenblick, in dem wir uns daran erinnern, nach innen zu schauen. Also wenn Weihnachten ein Symbol ist, dann muss es ein Symbol, alles in dieser Welt ist ein Symbol, dann muss es ein Symbol dafür sein, was wahr ist. Und das, was wahr ist, kann nur innen gefunden werden. Okay, ich möchte mit euch mal die Lektion anschauen, 355. Ich habe euch den Link in den Chat kopiert. Aller Friede und alle Freude und alle Wunder, die ich geben werde, haben kein Ende, wenn ich Gottes Wort annehme. Warum nicht heute? Weshalb sollte ich, mein Vater, auf die Freude warten, die du mir versprochen hast? Weshalb sollten wir auf Gottes Freude warten? Ja, welchen triftigen Grund könnte es geben? Denn du wirst dein Wort halten, das du deinem Sohn im Exil gabst. Okay, es betrifft uns. Es betrifft dich. Es betrifft tatsächlich dich, wie du dich jetzt erfährst, um dir und hier wieder die Erinnerung an die Entscheidung, um es dir leicht zu machen, dich für Gottes Versprechen zu entscheiden. Das ist das einzig Einfache, was es gibt. Ich bin sicher, dass mein Schatz auf mich wartet und dass ich nur die Hand auszustrecken brauche, um ihn zu finden. Sogar jetzt berühren meine Finger ihn. Er ist ganz nahe. Ich brauche keinen Augenblick länger zu warten, um ewig in Frieden zu sein. Du bist es, den ich wähle und meine Identität mit dir zugleich. Dein Sohn möchte er selbst sein und dich als seinen Vater und Schöpfer erkennen und als seine Liebe. Okay. Nutz diesen Augenblick und nutz die Musik und die Worte, die Erinnerung dazu, in eine Erfahrung einzutreten, dass dieses Gebet tatsächlich von dir gesprochen wurde, dass es dein Gebet ist, dass es dein Anruf ist an Gott, dein Erkennen deines Herzensgebetes. Und ein Gebet ist kein Betteln, ein Gebet ist kein Flehen, sondern es ist ein in Anspruch nehmen von dem, was schon da ist. Okay, Gott ist schon da. Deine Identität ist schon da. Du bist schon vollständig. Du bist schon geheilt. Guten Morgen, Matthias, grüß dich. Also werden wir in diesem Augenblick zusammenkommen und uns an die Macht deines Geistes erinnern und die Macht deiner Entscheidung erinnern, können wir nicht anders, als aus der Idee auszutreten, dass du klein bist und irgendwie
in dieser Kleinheit deine Größe fabrizieren musst. Das Einzige, wie man die Kleinheit verlässt oder die Größe findet, die einzige Art und Weise, wie man die Größe findet, ist, die Kleinheit zu verlassen. Und das wird nur funktionieren, indem du diesen Schritt total tust. Ja, es wird keine Möglichkeit geben, Kleinheit und Größe miteinander zu vermischen. Es wird keine Möglichkeit geben, Kleinheit und Größe miteinander zu versöhnen. Ja, wie sollte das funktionieren? Wie sollte das Sterbliche mit Gottes Sohn vereint werden? Ja, vielleicht ist das dein Versuch. Vielleicht ist ein Kurs in Wundern für dich ein Versuch, das Sterbliche mit dem Unendlichen zu vereinen. Aber das ist ganz gewiss nicht Jesus' Botschaft. Jesus' Botschaft ist, du träumst und du hast lange Zeit einen Albtraum geträumt. Ein Albtraum von die kleinste Veränderung in deinem Setting irritiert dich. Ja, die Musik ist zu laut oder zu leise und irritiert dich. Der Kühlschrank ist leer, irritiert dich. Das Portemonnaie ist leer und irritiert dich. Das Portemonnaie ist zu voll und irritiert dich. Du kannst in Dingen versagen. Du kannst krank werden, du kannst sterben. Das sind alles Ideen, mit denen du dich arrangiert hast. Es ist alles eine Idee, mit der du dich in Einklang bringen wolltest, obwohl es nicht ging und du hast es gemerkt, dass es nicht ging. Du hast gemerkt, dass es nicht möglich ist, dich in dieser Welt einzufinden. Ja, jeder hat auf die eine oder andere Art und Weise eine Geschichte, wie er hier nicht reinpasst. Und das ist nichts Besonderes, denn niemand passt hier rein. Niemand passt in die Welt. Der Sohn Gottes passt nicht in eine Welt. Aber wo rein du passt, ist deine Größe. Da passt du rein. Du passt in dein angestammtes Zuhause, in deinem Geist. Du passt in die Akzeptanz davon, dass jeder Versuch in der Kleinheit nach deiner Identität, nach Freude, nach Liebe, nach Bedeutung, nach Sinn und Zweck zu suchen, einfach aussichtslos ist. Ja, lass das alles fallen. Lass das fallen. Ja, lass deine Ideen hierüber fallen. Was ist das, was du hier siehst? Deine Ideen. Was ist das, was du hörst? Deine Ideen. Ja, von wem kommen die Ideen? Von dir. Ja, können Ideen ihre Quelle verlassen? Nein. Okay, ich habe mich geirrt. Ja, das Problem war die Trennung. Ja, die Art und Weise, wie ich mich in Kleinheit versucht habe unterzubringen, wie ich versucht habe, mich in Kleinheit unterzuordnen, war einfach durch die Idee, dass meine Gedanken mich verlassen haben, ihre Quelle verlassen haben. Jetzt sind sie da draußen. Ja, jeder hier spielt das Spiel. Jeder hier spielt das Spiel von Opfer. Und wie ist das geschehen? Du hast Gedanken gedacht und dann so getan, als wären sie außerhalb von dir und würden jetzt auf dich einwirken. Ja, das Finanzamt, der Partner, die Welt an sich, der Körper, der Weihnachtsmarkt in Berlin, ja, alles Ideen, die auf einmal außerhalb von dir zu sein scheinen. Und real zu sein scheinen. Okay, haben diese Ideen jemals dich verlassen? Denk mal an den Weihnachtsmarkt in Berlin. Hat diese Idee dich verlassen? Nein, du denkst sie ja. Schau, so einfach ist das. Du denkst die Idee vom Weihnachtsmarkt in Berlin. Da ist keine Idee draußen, die dir angetragen wird und du musst jetzt daran denken, sondern es ist deine Idee.
Ah, es ist meine Idee, es ist nicht außerhalb von mir. Okay. Wieso ist es verwunderlich, dass du eine Idee vom Weihnachtsmarkt in Berlin hast? Wieso ist es verwunderlich, dass solche Dinge geschehen im Traum? Ja. Wie oft denkst du am Tag an Tod? Wie oft denkst du am Tag an Krankheit? Wie oft denkst du am Tag an Rache? Ja, ist es dann verwunderlich, dass irgendwo auf deiner Landkarte im Traum ein Weihnachtsmarkt in Berlin auftaucht mit einem LKW, der in die Menschenmenge rast. Das ist überhaupt nicht verwunderlich. Das ist überhaupt nicht verwunderlich. Das ist verwunderlich, dass es so selten reflektiert wird, sozusagen. Es ist erstaunlich, dass es nicht öfter so klar ist. Ach, das war meine Idee. Das ist meine Idee. Okay. Ich habe neulich von Kim einen interessanten Traum gehört. Sie war in einem Streitgespräch und in einem Kriegsszenario. Und der Unterschied dazwischen war null. Es war dasselbe. Ja, jeder Streit, jede Argumentation, jeder Angriff, den ich in mir trage und nicht mal ausagiere, jeder Versuch, mich dadurch klein zu machen und den anderen, meinen Bruder mit mir klein zu machen, ist Krieg, ist ein Attentat auf deine Identität, ist ein Attentat auf deine Integrität. Okay. Ich denke, es wird klar. Ich denke, es wird klar, dass dein Geist nur die Gedanken erfährt, die er denkt. Ja, das Geheimnis der Erlösung ist nur dies, du tust dir dies selber an, du wählst die Gefühle, die du denkst, du wählst die Szenarien und die Situation, die du erfährst. Du wählst die Erfahrung von Angriff, wenn du Angriff erfährst. Und sei es nur durch eine andere Meinung, ja? Und sei es nur durch eine Meinung, die du hast. Ja? Hab keine Meinung. Sonst mit diesem wirst du zum Objekt dieser Meinung. Ja, du glaubst, dass du Subjekt in deinem Traum bist, aber mit einer Meinung wirst du für andere, für deine Reflexion zum Objekt dieser Meinung. Ja, der Gedanke kommt herum. Du denkst den Gedanken, projizierst ihn raus und siehst dich selbst innerhalb dieser Meinung gefangen. Ja, das ist das hier. Das ist dieser Augenblick. Es ist buchstäblich eine Meinung über dich. Sie ist eine Meinung über dich reflektiert. Das ist das hier. Das sind deine Gedanken. Okay, das ist das, was du über dich denkst. Es sieht aus wie jemand anderes, ist aber kein anderer. Ja? Jesus könnte nicht nachdrücklicher das betonen im Kurs im Wundern. Du siehst nur dich selber. Du siehst nur dich selber. Okay, ich sehe nur meine eigenen Gedanken. Okay, was für Gedanken sind das, die ich dort sehe? Sind das Gedanken, die mich glücklich machen? Bin ich glücklich? Okay, dann weiß ich, welche Gedanken ich denke. Sehe ich Reflexion von Heiligkeit? Oder sehe ich Reflexion von, da ist ein anderer Körper und der erzählt mir irgendwas? Okay, sehe ich, und das ist etwas, was du einforderst in deinem eigenen Geist, sehe ich den auferstandenen Christus oder sehe ich einen anderen Kursschüler, einen anderen Menschen, der anders ist als ich, der getrennt ist von mir? Ja, was für eine Frage. Okay, es ist Weihnachten, es ist Zeit für Geschenke. Und vielleicht habt ihr auch die Abmachung gemacht mit eurer Familie, dass ihr euch nichts schenkt. Wir haben es versucht. Und wir haben eine ganze Kiste voller Geschenke besorgt. Es geht einfach nicht Weihnachten ohne Geschenke. Aber wenn ihr schon Geschenke kauft, oder wenn ihr euch eh schon trefft, dann lasst es ein Treffen sein für
wahre Geschenke für das Geschenk des Christus. Ja, gib den Christus. Gib den Segen des Christus. Du segnest nur dich selber. Was für eine schöne Idee. Okay, und das hier ist die Erinnerung an die Fähigkeit, an deine Fähigkeit, an deinen Wunsch und deine Leidenschaft und dein Bedürfnis, endlich aus freiem Herzen heraus zu segnen. Okay, ist das okay? Okay, gut. Danke, Antonia. Immer wenn es so still wird im Chat, bin ich mir nicht sicher, ob noch jemand zuhört. Okay, danke, Susanne. Horst, willkommen. Danke. Okay, also lass uns das mal anschauen. Ich habe hier einen Link für dich. Das Annehmen der Sühne, das ist, ich möchte aus Kapitel 9, Abschnitt 8 und Absatz 4 und 5 vorlesen. Wenn ihr das blaue Buch vor euch habt, das ist auf Seite 178. Okay, und den Link, den ich euch gerade geschickt habe, da müsst ihr ein bisschen runterscrollen. Das ist ein bisschen weiter unten. Okay, also lasst uns mal schauen, was hier steht. Es geht um deine Größe und es geht um Segen. Okay. Dies ist ein Augenblick, in dem du die Größe Gottes akzeptierst. Okay. Deine eigene Größe. Dies ist der Augenblick, in dem du dein Leben akzeptierst. Ich mag es praktisch. Okay. Wir gehen kurz in Konzepte. Wir gehen kurz in Reflexion des Geistes. Wir gehen in Reflexion, indem du sehen kannst, wo du festhältst, um eine neue Wahl zu treffen, um dich für das Wunder zu entscheiden und um darüber hinauszugehen, indem du dein Selbst wieder akzeptierst, damit du eben nicht noch länger wartest, den Christus als deine Identität zu akzeptieren, zu akzeptieren, dass du das bist, zu akzeptieren, dass es dein eigener Geist ist, den du suchst, dass es die Freude deines eigenen Geistes ist, die du suchst und diese Freude annimmst. Kurze Frage an euch, ist hier jemand, der mit dem Kurs im Wunder noch gar nicht vertraut ist? Also soweit ich euch kenne, kennt ihr alle den Kurs, aber da sind ein paar dabei, die sind neu, zum Beispiel Horst, bei dir weiß ich es noch nicht genau, ob du den Kurs kennst, und Pia und Eda. Sag doch mal kurz, ob ihr damit vertraut seid. Und ich lese schon mal was vor. Okay, Horst, super, danke, freut mich. Also es geht um das Licht, das du bist. Es geht um das Licht deiner Unschuld und die Größe von Christus, die du selber bist und das Akzeptieren davon. Also 944. Das Ego wird in Gegenwart von Gottes Größe gelähmt, weil seine Größe deine Freiheit begründet. Sogar der leiseste Hinweis auf deine Wirklichkeit treibt das Ego buchstäblich aus deinem Geist hinaus, weil du alle Investitionen in das Ego aufgeben wirst. Größe ist gänzlich frei von Illusionen. Und weil sie wirklich ist, ist ihre Überzeugungskraft überwältigend. Das Überzeugtsein von der Wirklichkeit wird jedoch nicht bei dir bleiben, okay? Also, vielleicht hast du eine Erfahrung von Größe, vielleicht hast du eine Erfahrung von, wow, ich bin nicht der Körper, wow, ich bin nicht in dieser Welt enthalten, wow, das hier ist ein vollkommen neuer Augenblick. Aber das Überzeugtsein von der Wirklichkeit, die in deinem Geist dämmert, wird nicht bei dir bleiben, es sei denn, du lässt nicht zu, dass das Ego sie angreift. Okay. Okay, woran erkennst du, dass das Ego angreift? Du willst dich als getrennt definieren, du willst die Wahrheit für dich alleine.
Du willst das, was du empfangen hast, nicht teilen. Du meinst, dass du angegriffen werden kannst, dass dir was weggenommen werden kann. Du meinst, dass über dich geurteilt wird. Ja, das sind die Anzeichen dafür, dass das Ego deine Größe angreifen möchte. Das Ego wird jede Anstrengung unternehmen, sich zu erholen und seine Energien gegen deine Befreiung zu mobilisieren. Okay. Das kennt sicherlich jeder von uns, dass du in Momenten, in denen du was Größeres erfahren hast, du scheinbar nicht drinne bleiben kannst, du scheinbar nicht in dieser Erfahrung bleiben kannst. Weil mit jedem Gedanken, den du an das alte Denksystem wieder Wahrheit beimisst, du das gesamte Denksystem wieder aktivierst und ihm die Identifikation von Wahrheit gibst. Okay? Das ist das doppelt Dunkelsehen, wovon Jesus in der Bibel spricht. Okay, sündige nicht, lass das Ego nicht nochmal zu, wenn du schon mal die Wahrheit erfahren hast. So, der Verlust wird doppelt schwer sein, weil du schon mal die Wahrheit erfahren hast. Ja, das ist eine unangenehme Erfahrung. Es wird dir scheinen, als würde die Wahrheit schwanken, als würde dir die Wahrheit wieder genommen werden, als wäre es nur eine Gabe, die wieder zurückgenommen wird. Als wäre Gott vollkommen auf Zufall gesteuert, sozusagen. Aber was passiert ist, ist, dass du eine Erfahrung von Größe hast und darin irgendwie wieder die Welt reinholst oder die Welt zulässt. Das Ego wird jede Anstrengung unternehmen, sich zu erholen und seine Energien gegen deine Befreiung zu mobilisieren. Es wird dir sagen, dass du wahnsinnig bist und argumentieren, dass Größe kein wirklicher Teil von dir sein kann, wegen der Kleinheit, an die es glaubt. Okay, bist du klein? Kannst du klein sein? Okay, egal wie laut die Stimme ist, die dir sagt, du bist klein, du bist gebrechlich, du wirst sterben, du bist bedroht, bestimmt geschieht bald was Schlimmes. Ja, das ist nicht die Stimme der Wahrheit. Es ist eine Stimme, die nicht existiert. Okay. Und diese Stimme wird dir auch sagen, dass du wahnsinnig und sogar rücksichtslos bist, wenn du an die Größe glaubst. Dass du arrogant bist, wenn du an die Größe glaubst. Doch deine Größe ist kein Wahn, weil du sie nicht gemacht hast. Die Größe stammt nicht von dir. Du wurdest in der Größe erschaffen. Du hast den Größenwahn gemacht und fürchtest ihn, weil er eine Form des Angriffs ist. Aber deine Größe ist von Gott, der sie aus seiner Liebe schuf. Okay. Größe ist kein Größenwahn. Größenwahn, was ist der Unterschied zwischen Größe und Größenwahn? Weiß das jemand? Kennt jemand den Unterschied? Größe ist wahr. Woran erkenne ich es? Woran erkennst du, ob du in Größe bist oder okay, aber woran erkennst du, ob du in Größe bist oder im Größenwahn? Nicht glauben, dass es stimmt, ist wahr. Okay, Friede ist ein guter Hinweis darauf. Okay, Heiliger Geist, auch gut. Okay. Für mich ist es, dass du Größe teilen kannst. Du kannst Größe mit deinem Bruder teilen. Weil es gibt Momente, das Ego wird dir auch Größe anbieten und sagen, ja, du bist es, du bist groß, du bist toll. Du bist der Sohn Gottes. Ja, genau, dann wird sie mehr, genau. Das ist auch ein guter Hinweis. Und sie wird aber nicht teilbar sein. Der Größenwahn ist nicht teilbar. Da bist nur du. Und die anderen sind nur Dinge, die du ausblenden musst. Guten Morgen, Elke. Die anderen sind vielleicht welche, die deine Größe sozusagen bezeugen können. Ja, du bist groß.
Und die anderen sind vielleicht auch welche, die deine Größe angreifen können, aber das ist die Größe vom Ego. Okay, die anderen können deine Größe stören oder deine Größe verehren, aber sie lässt sich nicht teilen. Das ist der Größenwahn, das ist die Größe des Ego. Aber die Größe, über die wir sprechen, die Größe, die uns gegeben ist von Gott, die unser angestammtes Erbe ist, lässt sich mit allen und vor allem jetzt teilen. Sie hat nichts mit Zukunft zu tun. Und der Wahn hat Angst, richtig. Gut. Okay. Also das ist super. Danke für eure Beiträge. Das ist ein Feld fürs Gewahrsein, ein Orientierungspunkt fürs gegenwärtige Gewahrsein, um eine Unterscheidung zwischen Kleinheit und Größe, Größenwahn und Größe zu treffen. Okay. Ah, ich befinde mich im Größenwahn, ich muss mich falsch entschieden haben. Das ist es also nicht. Das ist es also nicht. Ich wähle stattdessen die Größe. Okay. Okay, mal schauen, wie es hier weitergeht. Deine Größe ist kein Wahn, weil du sie nicht gemacht hast. Du hast den Größenwahn gemacht und fürchtest ihn, weil er eine Form des Angriffs ist. Aber deine Größe ist von Gott, der sie aus seiner Liebe schuf. Okay, Größenwahn ist ein Angriff, ein anderes Anzeichen dafür. Aus deiner Größe heraus kannst du nur segnen, weil deine Größe dein Überfluss ist. Indem du segnest, hältst du ihn in deinem Geist, schützt sie vor Illusionen und bewahrst dich selbst im Geiste Gottes. Okay, der Segen ist der Schlüssel. Dein Segen, den du deinem Bruder gibst. Hier, ich kopiere das mal in den Chat rein. Aus deiner Größe heraus kannst du nur segnen, weil deine Größe dein Überfluss ist. Okay, so erkenne ich Größe, so bin ich in der Gewissheit davon. So kann ich mir die Gewissheit bestätigen, dass ich in der Größe bin. Es ist ein Segen. Meine Größe ist mein Überfluss und da heraus will ich nur segnen. Da heraus will ich nur meinem Bruder begegnen. Da heraus will ich all das fallen lassen, was nicht diese Größe ist. Denke immer daran, dass du nirgends sein kannst, außer im Geiste Gottes. Vergisst du das, dann wirst du verzweifeln und du wirst angreifen. Okay, aber denke immer daran, dass du nirgends sein kannst, außer im Geiste Gottes. Okay, wo bist du jetzt? Wo bist du also jetzt? Wo bist du jetzt, Bruder? Schwester, Christus. Im Geiste Gottes. Okay. Im Geiste Gottes. Wow. Danke für den Segen. Danke für euren Segen. Danke für den Segen, den wir mit allen teilen. Okay, danke für die Erinnerung an deine wahre Funktion. Wir sind im Geist Gottes. Wir sind im Geist Gottes. Pause. Genau. Okay, schau, du warst schon immer da. Wir waren nie woanders, es war immer da. Es konnte nicht weg sein.
Wow. Und interessant. Du warst auch nirgendwo anders. Dein Bruder war nirgendwo anders. Ja, dein Bruder war auch immer da. Danke für diesen Segen. Danke für Gottes Segen. Danke für deinen Segen. Wer bist du? Gott. Okay, Achtung, wir überziehen ein bisschen. Wir überziehen ein bisschen die Zeit, die es nicht gibt. Okay, danke für diesen Moment. Heute ist das okay. Es war immer, es ist immer das letzte Webinar. Und das erste. Willkommen zum ersten Webinar. Okay, es war schön mit euch. Es war schön, dieses Webinar mit euch dieses letzte Webinar mit euch abzuhalten. Willkommen im ersten Webinar. Danke. Okay, und ganz ehrlich, es ist Weihnachten und könnte das nicht ein besserer Hinweis, könnte es nicht einen besseren Hinweis darauf geben, dass es wirklich Zeit ist, sämtlichen Groll abzulegen, sämtliche Idee von Trennung, jeden Angriffsgedanken, Wehrlosigkeit ist meine Stärke. Ich segne dich, Pia. Wir segnen dich als Gott. Oh, danke. Jedes Selbstbild. Deine Identität ist kein Bild. Also lass heute Gott alle Dinge durch dich tun. Ja. Lass du Gott alle Dinge tun. Und sei einfach nur Zeuge von Wundern. Bezeuge einfach nur die Wunder, die durch dich geschehen. Wieso auch nicht? Was hast du Besseres vor? Ihr Lieben, okay, ich habe hier noch zwei Hinweise für euch. Das eine, Hinweis auf die abendliche Webinarreihe. Dann das Wunder von Bad Meinberg. Pfingstwochenende. Oh, der Link wird gar nicht angezeigt. Ah, doch, da ist er. Ein kurzer Hinweis auf Berlin, Anfang oder Mitte Januar. Und natürlich danke für deine finanzielle Unterstützung dieser Arbeit. Und danke für dich. Okay, Gott segne uns alle, jeden Einzelnen. Und ganz besonders dich, Monika, Santo, Elke, Eda Muriel, Pia, Susanne und Susanne, Gudrun, Sascha, Annette, Peter, Antonia, Mary, Horst, Ursula, hallo, du bist auch noch reingekommen. Schön. Und Matthias, habt einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns in einem Augenblick. Morgen um 9, heute Abend um 8. Unterm Weihnachtsbaum oder draußen im Universum. Wo auch immer, wie auch immer unsere Präferenz ist. Wir werden uns wiedererkennen. Mua, danke. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, mit euch diesen Augenblick zu teilen. Bis gleich. Danke. Da kommt mein Skript. Danke, Monika. Ciao. Wir sind eines Geistes. Danke. Bis gleich.
Dankeschön. Ciao.